Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Oblivion. Wir sind hier nach wie vor in der Eileiten-Ruine. Müssen leise sein, hier sind überall Banditen. Ja, die uns sowieso hören. Wir sind lauter als eine Dampfmaschine oder sowas. Irgendwas Lautes halt. Haben uns hier allerdings schon recht erfolgreich durchgemetzelt. Muss man so sagen. Hallöchen, ist da wer? Dass ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte Fehler eures Lebens. Hallöchen. Banditenanführer, oh. Ein Anführer also. Der dürfte jetzt etwas härter sein, denke ich mal. Ist allerdings auch alleine. Ohohoho. Ein ganz harter also. Na komm. Soll ich? Ja. Ich habe ja daneben schon gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Da fällt mir ein, wir haben den Ring aus der letzten Folge, glaube ich, noch gar nicht angelegt, oder? Täusche ich mich da? Ich guck nachher mal nach. Ja, der macht recht gut Schaden. Muss man mal gestehen. Hat da scheinbar auch eine besondere Rüstung an. Ja, jetzt haben wir ihm aber ordentlich was gegeben. Aha, standgehalten. Na komm. Tja, war das etwa alles? Tigerzahnchen. Wow, 2400 Gold. Ach du. Meine Güte. Also wir werden stinkreich aus diesem... Ja, wir haben es noch nicht angelegt. Wir werden stinkreich aus dieser Ruine hier rauskommen. Schade. Ist leichte Rüstung. Ah, und es hat reflektiert. Deswegen haben wir so viel Schaden kassiert. Naja, oder zum Teil deswegen. Gut, Schaden spiele ich nicht mit Rüstung und auch nicht mit leichter. Aber hey, wir haben triumphiert. Soll also heißen, unsere Technik ist die bessere. Genau. Nicht die Gegnerstärke, nein. Wir sind einfach überragende Waffen. Techniker, Kämpfer. Genau. So, wir haben ihn selber aber noch gar nicht durchsucht. Nicht wahr? Guckt euch das an. Gut, okay, die sind jetzt nicht so viel wert, zumindest die Rüstung nicht. Die hat nur Gift widerstehen. Aber hey, 120 Gold haben oder nicht haben. Und die Stiefel sind ja mal echt wieder 604 Gold. Oh, nice. Nehme ich, festigen Schleichen brauchen wir nicht. Aber verkaufen wir natürlich dann auch gleich wieder. Ist die Waffe etwa auch? Nein, die ist nicht verzaubert. Aber der hat ja mal fette Beute fallen lassen. Oh, richtig pornös schon fast. Ah, herrlich. Zwei Fackeln. Nehmen wir mal das Goodie einfach mit. Sonst hat sie nichts. Sonst hat sie nichts. Ja, genau. Als ob ich noch mehr brauchen würde, um glücklich zu sein. Ein Schild für 2000 Gold. Warum hat der Knochenmehl in einer Schüssel? Waren die so hungrig, dass die schon Knochenmehl essen? Da tun die mir aber leid. Nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht meine ganzen Dietriche verlieren. Obwohl, 62. Ja, ich will noch nicht zu viel sagen. Nicht doch. Oh, ich dödel. Ja. Komm schon, bitte, bitte. Nein. Nicht doch. Ach. Momentchen. Das will ich so nicht. Nein, nein, das will ich so nicht. So, wir versuchen das Ganze nochmal. Meine Maus will auch irgendwie... Nee, das soll jetzt keine Ausrede sein. Aber meine Maus spinnt manchmal echt ein bisschen.
Oder ich finde mich mit der Steuerung hier einfach nicht so zurecht. Mit der Dietrich-Steuerung. Das kann natürlich auch sein. Alles ist schuld, nur nicht mein Unvermögen. Das gibt's doch nicht. Das Schloss will mich trollen. Es ist das Schloss schuld. Nein! Ich will an diese Truhe und wehe, da ist nichts Tolles drin. Oh, mein Glück hat mich verlassen. Aber echt, das gibt's doch jetzt nicht. Das ist ein durchschnittliches Schloss. Das sollte doch selbst ich hinkriegen. Tut mir echt leid. Na, das meine ich. Warum bewegt sich's jetzt nicht in der Quer? Hallo? Maus. Mach das, was ich will. Danke. So, jetzt. Bitte. Ja! Es geht doch. Und 79 Gold sind auch wirklich eine recht gute Entschädigung. Dazu ein Seelenstein. Oh. Der hat sogar eine geringere Seele drin, also immerhin etwas. Ist dadurch auch einiges wert. Und der Silberdolch, ja, der ist auch nicht schlecht. Können wir auch mitnehmen. Ja, doch, hat sich die Aufregung gelohnt. Wir heilen uns noch gleich mal ganz hoch. Wir können ja auch schon wieder schlafen für ein Level-Up. Das werden wir dann gleich mal tun. Es dürfte ja schon einiges an Zeit vergangen sein. Ja, es ist schon mitten in der Nacht. Gott, wir müssen hier raus, wir müssen zurück. In der Nacht ist es nicht sicher, das wissen wir doch. So, aber zumindest hier dürfte es das eigentlich gewesen sein, weil ich denke, nach einem Banditenanführer kommt da nicht mehr sehr viel. Wir gehen also mal einfach hier raus. Dürfte uns wieder hochführen. Ja. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Und siehe da, ein Schalter, der eine Tür öffnet. Und welche Tür ist es wohl? Genau. Die, die wir am Anfang gesehen haben und nicht öffnen konnten. Das sehen Sie hier. Also schnell wieder raus. Ah, können wir jetzt wegstecken. Den braucht man nicht mehr. Hoffe ich doch. Boah, tatsächlich tiefe Nacht. Also nichts wie zurück. Nach Koroll. Um den Finger des Berges kümmern wir uns dann morgen. Da möchte ich jetzt nicht noch die ganze Nacht durchmarschieren. Seht ihr, wie glitzern irgendwie leicht ist das wegen dem Ring? Gleich mal kurz gucken. Ja, Tatsache. Swup. Schön. Gefällt mir. Da sieht man uns noch besser, wenn wir schleichen wollen. Wenn wir so schön glitzern. Laufen wir in die richtige Richtung? Nein. Ich und Orientierung. Ich weiß nicht, in echt ist es eigentlich viel besser und eigentlich in den meisten anderen Spielen auch. Aber hier? Fehlanzeige. Nichts mehr mit Orientierung. So. In der Richtung dürfte ungefähr das Tor liegen. Würde ich auf den Kompass gucken, wüsste ich das auch so, ohne auf die Karte zu gucken. Blumen. Für euch nehme ich mir noch kurz Zeit. Ah. Fein, fein. Nichts wie zurück hinter die sicheren Mauern. Wir haben jetzt genug Gefahr durchgestanden. Aber um es mal so zu sagen, sehr gut durchgestanden. Das war jetzt eigentlich sehr erfolgreich. Gut, ein bisschen teilweise einfach gehalten, weil uns ein Artgenosse geholfen hat. Oh, hier ist wirklich nichts mehr los. Der einsame Wache steht da noch. Also nichts wie in die Kämpfergilde und ab in unser gewohntes Bettchen. Ja, kleine Orks müssen viel Hallo? schlafen. Hallöchen. Um stark, groß und stark zu werden. Ab ins Bett. So, haben wir jetzt 3 Uhr. Oh ja, da können wir lange schlafen. 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr. Schlafen wir mal ein bisschen aus. Sind zwar nur 7 Stunden, aber immerhin bis 10 Uhr.
Länger will ich jetzt nicht unbedingt schlafen. Ah, okay. Wegen dem Level-Up gab es einen Ladebildschirm. Und gut. Oh, Persönlichkeit plus 5. Immer doch. Ja doch, da können wir fast nur das nehmen. Dann haben wir unsere 40 nämlich schon fast erreicht. Wir nehmen natürlich auch wieder Stärke. So langsam sollte ich was anderes als Intelligenz nehmen, ich weiß. Aber ein letztes Mal tue ich das noch, weil wir ja auch schon plus 3 drauf haben. Und das nächste Mal nehme ich dann wieder was anderes. Ich weiß nicht, vielleicht. Gut, wahrscheinlich Willenskraft oder was in der Art. Wir werden es dann sehen. So ist das auf alle Fälle in Ordnung. Persönlichkeit brauchen wir, wie gesagt, auch nicht mehr viel. Dann kann ich damit erstmal stoppen. So. Es ist morgen. Der Porter steht aber immer noch an derselben Stelle. Wollen wir ihn nicht aufhalten? Oh, und es regnet wie aus. Oh, nein, nicht doch. Wie viel Gewicht können wir denn noch tragen? Können wir es uns leisten, jetzt einfach nur mal kurz rauszugehen? Noch fast 30 Kilo. Ja, ja. Wir müssen ja nur kurz hoch. Und zum Finger des Berges. Habt ihr mal eine Münze? Ich spare, doch, doch. Um Medizin kaufen Wenn zu können. Wenn der schon hier die ganze Zeit im Regen rumstehen muss. Vielen Dank, mein Herr. Ah, hat uns aber dafür auch noch was zu sagen. Ratten? Leute der Kämpfergilde töten jetzt schon Ratten? Das ist ein Witz, oder? Nichts als Spott hat er für uns übrig, nachdem wir ihm eine Münze gegeben haben. Ich glaube, es hakt. Das gibt's doch nicht. Ah, ist aber auch nicht das beste Wetter, um rauszugehen. Meine Rüstung rostet. Ah, ah. Wird es etwa weniger regnerisch? Das Gewitter ist auf alle Fälle noch laut. Aber Tatsache, der Regen hat aufgehört. Seht ihr, man muss nur ein bisschen rummeckern. Dann wird das schon besser. Es sich immer noch anhört, als würde ein Orkan Stärke, naja, Stärke 5 oder was ist das höchste? Würde ein riesiger Orkan rumtoben. Andererseits sind wir auch in den Bergen. Da pfeift der Wind natürlich öfters mal ein bisschen stärker. Laufen, laufen, laufen. Aber was will man schon? Gut, ich hätte mein Pferd holen können. Und dann hätte ich auch ganz Groll rumreiten müssen. Und ein Pferd in den Bergen. Das fühlt sich da doch nicht wohl. Nein, nein, das können wir jetzt kurz zu Fuß machen. Trainieren wir unsere Athletik. Ja, ja, laufen ist gesund. Könnt ihr mir glauben? Und auch hier macht es uns stärker. Der Kobold liegt immer noch da. Den hat noch keiner gefressen. Oder so. Könnte man ja meinen. Dass es hier ein paar Aastiere gibt oder so. Ja. Als hätte ich es nicht noch gesagt, ne? Athletik verbessert und schwupps, schon haben wir unser nächstes Level ab. Naja, wenn man halt das Ganze wirklich mit der Klasse richtig einstellt, geht das echt fix, wenn man da mal ein bisschen kämpft und halt ein bisschen Action hat. Dann ist mal schnell wieder ein Level ab. Deswegen würde ich euch auch wirklich empfehlen, die Klasse selbst zu definieren, das zu nehmen, was ihr selbst machen wollt, wenn ihr das Spiel mal spielt. Dann levelt ihr echt respektabel schnell. So, ich glaube, das ging hier lang. Ist ja doch recht verwinkelt mit den ganzen Pfaden hier. Aber bisher keine Gegner, niemand, der uns was Böses will. Oh, und am Tag sieht man das Glitzern des Ringes gar nicht. Wie gemein. Oder vielleicht war es auch nur ein Bug. Aber ein schöner Bug. Gemütliche Musik. Ich mag auch den Soundtrack vom Spiel. Höre ich mir ab und zu mal an. So, Wecklinsteine haben wir jetzt genug. Da dürfte uns also nichts passieren. Nicht wie dem armen Kerl hier. Ah, ja, lecker das Geräusch. So, das müsste schon der hier sein, oder? Ich erkenne hier jetzt zwar nicht wirklich so...
guckt doch, das sind schon Runen dran. Und vor allem hat er auch eine komplett andere Farbe, oder zumindest eine etwas andere Farbe. Ist etwas heller. So, und wie hieß das nochmal, ne? Schockzauber haben ja ein paar oder zumindest zwei aufgehoben. So viel mir war, genau. Nicht das Skelett. Hier Schockschaden, Schockschaden. Ich nehme mal den schwächeren. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann später noch einen stärkeren haben, falls wir ihn mal gegen einen Gegner brauchen oder so. Gut, und stell mich ein bisschen weiter weg mal so zur Sicherheit. Und abracadabra oder so. Ui. Ich wurde vom Blitz getroffen und bekam von den Göttern Macht gewährt. Ist das so? Wenn man von dem Blitz getroffen wird, wird man von den Göttern bemächtigt. Ich glaube, davon können aber ein paar Leute das Gegenteil berichten oder eben nicht mehr berichten. Oh, hat aber nett eine rechte Reaktion gegeben. So, wir haben uns jetzt dadurch auch einen Zauber verdient. Na, ihr seht es hier, Finger des Berges. 100, eure Magie reicht nicht aus. Dachte ich mir schon fast. Schockschaden, 20 Punkte in 5 Fuß an Ziel. Ist aber, glaube ich, ein Flächenschaden, ne, in dem Fall. Gut, muss man jetzt sagen. Wäre im Kampf eigentlich gar nicht so schlecht. So als Nahkämpfer. Dann mal irgendwie einen Blitz raushauen, der so 20 Punkte Schaden verursacht. Muss ich mal ausprobieren. Da sind wir auch ein bisschen in Zerstörungsmagie unterwegs. Aber eben erstmal brauchen wir mehr Magie. Oh, guckt an, wir haben auch ein bisschen Leben dabei verloren. Weil da waren wir meines Wissens nach voll. Ah ja, der Ring hat jetzt Konstitution verbessert. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, kann auch sein. Magie haben wir 84, da brauchen wir also noch einiges. Gleich mal hochheilen. Und sehr schön. Dann können wir also wieder zurück. Müssen wir noch irgendwen berichten für die Quest? Nein, die ist einfach abgeschlossen. Ja, hier. Ja gut, was machen wir dann als nächstes? Weil in Koroll selber haben wir ja, glaube ich, nichts mehr. Das ist ein Jadinal und in die Richtung möchte ich eigentlich nicht gehen. Das mit den Wurzeln haben wir ins Kindgrad. Da müssen wir auf dem Weg zur Hauptquest sowieso. Genau wie das, das müssen wir eh in jeder Siedlung machen für die Magiergilde. Pilgerfahrt ist die Erweiterung. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal in Richtung Quatsch, damit wir Martin auftreiben können. Und machen auf dem Weg in Koroll die Suche nach euren Wurzeln. Halte ich doch für keine schlechte Sache. Dann sind wir tatsächlich vor Folge 50 raus aus Koroll. Yeah! Aber vorher nochmal verkaufen, ne? Das versteht ihr aber sicher auch. Wir haben jetzt so viel Wertvolles gefunden, das muss ich loswerden. Und so die teuren Sachen, das ist ja auch spannend, wenn man das verkaufen kann in der Folge. Wenn man sieht, wie der Goldgehalt anschwillt. Hohohoho. Das ist doch schön. Ja, ich gehe noch zurück nach Koroll. Dann kann ich aber die Folge, denke ich, auch schon wieder beenden. Dann verkaufen wir noch in der letzten Folge und in der nächsten Session oder so. Oder vielleicht auch schon früher. Achso ja, in der nächsten Folge halt. Oh, der Wolf liegt auch immer noch da. Gehen wir dann Richtung Skingrad? Aber eben, noch nicht zu viel planen, da kommt manches Mal auch immer was dazwischen. Aber ja, an Quests in Koroll müssten wir so jetzt fürs Erste alles erledigt haben. Ist doch schon mal nicht schlecht. Ist immerhin eine von irgendwie 8 Städten oder so. Also ein Achtel haben wir schon erledigt. Super. Kann man natürlich nicht so global sagen. Kaiserstadt ist noch viel zu tun. Dann gibt es auch in der Landschaft manchmal Quests. Die ganzen Gildenquests. Ja, es wartet noch viel auf uns. Das LP wird sich sicher auch ziehen. Aber eben, ich gucke mal noch, wie sich das so ergibt mit dem Spiel. Vielleicht pausiere ich ab und dann mal. Aber ich möchte es eigentlich schon gerne durchzocken. Zumindest die Hauptstory. Wenn möglich natürlich alle Quests. Oh, das kann dauern. Aber hey, wenn ich jetzt... Oh.
Kampfmusik. Irgendwas hat uns entdeckt. Ah, ein Kobold da oben. Ist der respawned oder hat er nur unsere ewig laute Rüstung gehört? Egal. Wir erledigen ihn einfach, obwohl er auch ein wenig mehr aushält als so die letzten paar Banditen. Haha, stumpfe Waffe-Fertigkeit verbessert. Sehr schön. Bin ich aus Versehen auf automatisch laufen gekommen. Obwohl das ja eigentlich nichts Schlimmes ist. So. Da komm schon, da komm schon. Ich möchte nach Koroll. Beeil dich etwas, du Ork. Und ja, ich wüsste, dass ich einfach in Laufgeschwindigkeit investieren könnte. Also in Schnelligkeit. Aber hey, wozu? Im Kampf nützt uns das nicht wirklich viel. Und wir laufen nicht davon. Nein, wir sind ein tapferer Ork. Wir halten Stand. Auch wenn es manchmal nicht so klug ist. So, da sind wir in Koroll. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.